Und da sind wir wieder bei World of Tanks. Okay, ja, willkommen zurück. Moin Moin. Wir haben schon mal ausgewählt, was wir als nächstes fahren wollen. Das wird wieder der Scorpion sein, wie immer natürlich. Wir wollen es mal probieren, ne? Wir haben es ja noch nicht probiert. Nein, wie kommst du darauf? Kannst du gar nicht. Nee. Das, Gutes Matchup. Ja, Achter. Nice. Sehr gut. Bin ich ja mal gespannt, du. So, wo wollen wir denn hinfahren, Mignon? Ich würde sagen, Mitte erstmal. Mitte. Will er in die Mitte fahren, aber kann er gar nicht. Müssen wir so rüber zu snacken? Ja, so wie du es gerade machst. Genau. Und dann können wir, würde ich sagen, erstmal hinten rumfahren, weil ich habe noch einen ES3. Nee, ne? Ich habe noch einen Chopped Heavy. Eventuell haben wir da gutes Spiel. Obwohl ich ja zugeben muss, ich hasse diesen FV4202 auch einigermaßen. Oh, ich bin schon auf. Okay. Sichtweite. Läuft. Der FV ist nicht übel, ne? Ja, das habe ich gemerkt. Meine Lampe ist angegangen, wie als wenn ich besoffen wäre. Kling. Wo bist denn du? Achso, ja, du hast ja gesagt Mitte, aber ich bin jetzt durchgerusht, weil mir stand das zu viel. Wenn ich schon auf war, bin ich weitergefahren. Ich sollte vielleicht. Ja, ich bin schon wieder auf. Ich bin schon wieder auf. Das gibt's doch nicht. Shit. Naja, gut, da ist ja Verstärkung. Da ist ja Verstärkung. Ich bin schon wieder auf. Irgendwo ist hier ein übelster Scout. Ah! Scheiße! Der hat richtig gut an reingekriegt, hier, der Stilly-Tierwagen. Der Spick ist gerade nicht sehr produktiv hier rumlaufen, kann ich nur sagen. Au! Fuck! Was mache ich denn da? Weißt du, ich wollte nur ganz kurz mal eben rauspieken und dann habe ich einmal kurz falsch geguckt und schon ist wieder vorbei. Ah, oh, das ist ja unglaublich. Ja, ich bin hier voll stuck in den Schelden, weil ich. Der FV, der einfach auf der Ecke kämpft. Der sitzt einfach auf der Ecke da und wartet, bis ich hier vor oder zurückfahre. So ein Mist, aber. So, ich schalte mal zu dir rüber. Mensch, ey, was ist denn los mit dem Scorpion? Bin ich da auch so gut? Was ist das denn für eine Scheiße da? Vielleicht doch zusammen zu viel Firepower. Okay, ich kann es dir nächste Mal machen. Guck mal, jetzt fahren wir wieder Scorpion und schon schmiert unser Team wieder ab wie Fliegen in einer Fliegenfalle. Oder 7 auf 1 Streich! Komm, Spick, sei wenigstens produktiv und spotte was. Natürlich mach das nicht. SPIC. Spieler, I see you. Oh, da kommst du von der Seite. Du bist auf. Oh, das war böse. Damit hat er nicht gerechnet. Ich hab hier sehr kleinen Spielraum. Ach komm, das geht doch noch. Aua. Das tat schon beim Zuschauen weh. Ich kann über den Laptop hier nicht vernünftig ziehen, ey. Das ist echt ganz Umstellung, ey. Ja. Der Paddy ist nämlich gerade in der Heimat. Der ist gerade nicht an seinem Homeoffice-PC, deswegen hat er gerade ein paar Probleme mit dem Aim. Jo, da flogen Metallteile. Und deswegen ist seine Internetleitung auch manchmal ein kleines bisschen schwacherer Brust. Da ist übrigens ein Stein vor dir. Ja, ich versuche hier irgendwie so lang zu schießen. Und ich nicht komplett sterben sofort. Das war ein Ammo-Rack, direkt vor dir. Ja. Ist klar? Getrackt. Ja, ist ja immer so, ne? Ach, die campen auch in der Base, wie ich das gerade sehe. Da ist eine Aizu. Was ist da noch? Kann ich nicht erkennen.
Da klatscht zu viel drüber. Oh. Ja, gut. Der hat den Jackpot. 444. Warum, was macht unser Akti? Wo steht die eigentlich? Ist die eigentlich eisbereit? Ja, die steht, warte, ich gehe mal kurz einmal drauf. Die steht da ziemlich. Ach, die fährt gerade erst so langsam mal den Berg hoch. Also, das kann auch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, warum das Ding. Ich muss genauso eine Bodenwelle starten, die beschissen ist. Wie ich die nicht getroffen habe, ey. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Tatsache ist, sie mir einfach jetzt gar keinen Berg mehr. Übrigens hat die S51 noch das lange Rohr. Und das war's dann auch schon. Diese Folge war ja, naja, nicht die Folge, aber dieses Match war ja wohl mal semi-optimal. Ach, merde. Ich will die Aufnahme nicht verwenden. Was? Ich will die Aufnahme einfach nicht verwenden. Nimm einfach gleich nochmal neu auf. Meinst du? Ja. Ach, wieso? Die Leute sollen doch sehen, was wir für Fails machen. Aber nicht nur. Ach komm, wir müssen schon ehrlich sein. Wenn wir da mal zusammen mal richtig zocken, dann müssen wir schon ehrlich sein. Wo bleibt denn dann der Spaß, wenn wir nicht solche Volldeppen sind? Okay. Okay. Komm, alle guten Dinge sind drei. In dieser Aufnahme jetzt hier fahren wir nochmal Scorpion. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Diesmal ein bisschen mehr Concentration. Das Mikro mal ein bisschen besser setzen, sodass ich ein bisschen mehr sehe. So. Oh, wird jetzt ein bisschen okay. Ja, jetzt mal, du bist jetzt ja umgezogen. Wie sieht dein Homeoffice aus? Ist es überhaupt noch nicht fertig. Ist noch die Rohfassung. Ich habe jetzt erstmal zwei Schreibtische so aneinander gestellt. Jetzt meinen zweiten Monitor endlich daneben gestellt. Und ansonsten ist das Setting relativ gleich. Jetzt hier mit Mikro und alles, was dazu gehört. Was ich mir allerdings noch bestellt habe, sind, wie heißen die Dinger noch, diese, na, komm schon, diese Audioschutzplatten, weißt du, diese Schaumstoffplatten für Audiodämmung. Ja. Die habe ich mir noch bestellt. Ja, diese geriffelten. Genau, genau. Die kommen jetzt noch hinter dem Monitor, damit das nicht so direkt in Nachbars Wohnung reindröhnt, das muss ja nicht sein. Ja. Du bist YouTuber und wohnst nicht in einem eigenen Haus? Ja. Soll's geben, ne? Du hast doch die Millionen. Ah, pssst, die sind aber in den Cayman-Inseln. Ja. Die sind auf den Cayman-Inseln. Da habe ich mein privates Schwarzgeldkonto. Das darf aber niemand wissen, ne? Das ist ein Secret zwischen dir und mir, Paddy. Ja, sie. So. Okay, du gurkst da oben schon wieder rum. Es sind eindeutig sehr viele Heavy-Dent, würde ich mal sagen. Ja, gut, es sind ein paar. Es wird gemütlich. Metal, Leute. Jede Menge Metal. So, herzlichen Glühstrumpf. Sie sind getroffen. Aua, ich auch. Ja, das war sehr gut. Naja gut, das war ein relativ kleiner Treffer. Oh. Die haben aber richtig Bock hier, oder? Ich verstecke mich mal lieber ganz schnell hinter dem UI, bevor die E6 da rumkommt, so wie jetzt. Jawoll, ja. Hat er ihn schon den zweiten reingesammelt. Das gefällt mir, du. Nee, der ging da nicht. Was war das? Kriegst du die ESX fast. Wie wird das aus? Ah ja, okay. Hat sich schon erledigt. Der Junge ist einfach zu schnell für mich. Da, von der Ehe. Aua! Oh, die sind. Ich steck fest. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig weg. Ich bin noch ein bisschen zu aggressiv momentan. Ne? Ich muss mir mal ein bisschen mehr zurücknehmen hier. Das ist vielleicht das, warum ich auch die ganze Zeit verliere. Ah, ich nehme mal kurz das große Repair-Kit hier. Zack, alles wieder Eile. T29 hätte tatsächlich noch nicht geschossen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der hätte geschossen. Mhm. Naja. Ich würde nicht hochfahren. Gesehen? Ah, natürlich. Out of nowhere wieder da rein, Metall-Borsig.
Ich habe ein Glück. Ich habe ein richtiges Glück. Wo war der überhaupt? Wo war der überhaupt? Weißt du das? Nee. Also ich habe den Leo gesehen, der das ja aufgegangen, aber sonst. Ja, den Leo habe ich nochmal 500 reingedrückt. Das war ganz okay, aber. Fühle ich mich langsam echt wie eine richtige Nulpe. Ich verstehe nicht, wie ihr selbst da vorne immer noch leben kann. Und unser Ogre wird ja noch weggeschossen. Ja. Ja, der hat einfach Glück. Nicht mal du triffst ihn. Glück muss man haben. Das ist das. Und verschämtes Glück. Er hat 3 zu 9. Oder hat er noch 7 auf der anderen Seite komplett weggeschmolzen. Da kannst du gar nichts machen. Die nichts hinbekommen, oder? Also, weißt du, die dicken Dinger hier. Okay, bis die Ohos waren da, ne? Ja. Gute Überraschungsangriffe für die Katz. Unser Oho wird jetzt mit HE runtergeschossen. Könntest versuchen, zur Base zu fahren. Aber erstmal den TVP rausknuspern, vielleicht? Hinter dir? Rechts von dir? Rechts von dir, der TVP kommt. Ah, okay. Jetzt kannst du vielleicht mal versuchen, schnell durch die Mitte und dann das auszukämpfen. Versuch's einfach mal. Du nee, ich versuch die Uhr auf das Fahrzeug zu beschießen. Fuck, die haben mich gesehen. Ja, hab ich mir gedacht. Und gleich kommt die HE-Schelle. Oho ist tot. Okay, okay. Hier, die IS fährt jetzt weg. Du wirst da gleich umrundet. Deswegen, ich würde versuchen, jetzt wirklich durch die Mitte zu düsen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob du da noch großartig helfen kannst. Ja doch, den T29 kannst du rausknuspern. Sehr gut. So, jetzt vorsichtig, den kannst du auch noch die IS-6 rausknuspern. Aber das... Ah, shit. Aber die hat geschossen. Fahr dringend hinterher. Scheiß auf den Fokker. Was? Das war Auto-Aim-Fail before the world? Ja. Das hat man direkt gesehen. Ja. Ja, das war ein Epic-Fail of History. Das merke ich, dass ich mich in meinem Augenrechner sitze. Ja, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Im Zoom-Modus hat das, also damit ich ihn anvisiert habe besser, hat das so geruckelt bei mir. Und auch an dem kleinen Bildschirm, das ist halt, naja. Ja, das ist ziemlich ungewohnt. Ich muss mich zum Beispiel erst dran gewöhnen, dass mir genau das Mikro vor der Visage hängt und ich da erstmal ein bisschen links und rechts ein bisschen vorbeigucken muss. Ich muss nochmal optimieren, wie ich das richtig aufhänge, aber das kommt mit der Zeit. Dafür mache ich das ja zum Spaß, wa? Nee, warte, ich würde mal ganz gerne ein bisschen mit dem Mäuschen fahren, ne? Mit dem Mäuschen? Mit dem Mäuschen. Apropos Mäuschen, sollte das nicht eigentlich schon kommen? Ist das schon drin? Das ist das aktuelle Update, ist drin, ja. Ich habe da verbesserten Panzerung und Verbesserung. Da ist es ja. Och, wie süß. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, du. Ei, die muss ich ja erstmal kurz zeigen. Hier, Leute, guck mal. Das ist das Mäuschen. Och, wie niedlich. Das ist ja richtig süß, du. Machen wir mal eine schöne Rundumsicht. Die ist ja... Das ist ja wirklich eine kleine Minimaus. Ja. Wie witzig ist denn das? Aha. Im Sommer 1942 erhielt Porsche den Auftrag, einen Sturmpanzer mit größtmöglichem Schutz und einem starken Geschütz zu entwickeln. Eines der Ergebnisse auf dem Weg zum überschweren Panzer Maus war der Typ 205 Mäuschen. Eine Studie mit ähnlich aufgebautem Innenraum. Keine Entwicklung über Entwurfzeichnungen hinaus. Wie alle Top-Tier-deutschen Tarnpanzer vermutlich. Und was ist mit dem VK-100-01P? Ist das zufällig dieser Clan War Panzer? Nee. Das Alter. Ist der neue Zehner. Was? Nee, VK-100-01P meine ich. Ja, das ist ein normaler neuer Panzer. Der sieht ja der ziemlich neue... abgespaced aus, du. Mhm. Ja, da haben wir als kleines Special mal eben ganz kurz die neuen Panzer mit bei. Das ist ja... Warum habe ich das in letzter Folge gezeigt? Du musst mal die zeigen. Den Panzerkampfwagen 7 musst du noch zeigen. Ah, ja, sehr gut. Ja, danke, dass du mir das sagst. Das werde ich auch mal machen. Panzerkampfwagen 7. Hm, da, der 10er. Ach, den muss ich jetzt ja wirklich wieder VKB fahren. Eieieiei.
Okay. Ah! Stimmt, das ist der, der so ähnlich aussieht wie der VK aus dem, den man von diesen Clan Wars bekommen kann, ne? Ja, VK ist 72k, genau. Ja, genau. Ja. Ehrlich gesagt, finde ich den Potten hässlich. Ja, ich bin auch nicht so der Fan von. Irgendwie kann es gut sein, aber da ich jetzt die Maus gepatcht worden ist, würde ich lieber auf die Maus spielen. Ich bin ganz ehrlich, der sieht. Ich weiß ja nicht, wie der das erklären soll. Also von vorne sieht er aus wie mein Löwe mit dem Geschütz. Ja. So, aber wenn du den so von der Seite siehst, klar, das könnte man denken, das ist ein Löwe, dem der Kopf nach hinten gedrückt wurde. Ja. So ein Löwe mit Genickbruch irgendwie so. Ich bin ein Krüppel, töte mich. Ist irgendwie so. Er hat dort nur mehr Panzerung, aber. Was steht denn da? Ein überschwerer Panzer mit rückwärtigem Turm, entwickelt von der Firma Krupp. Ein neues Fahrzeug sollte eine schwere Bewaffnung und bessere Panzerung als der VK 7001 haben. Existierte jedoch nur auf dem Papier. Ja. Ist so ein bisschen vergleichbar mit der Jagdtigerkanone. Ja. Also von den Charakteristika. Ich gucke mir mal ganz kurz den Tech Tree an. Und mal kurz hier die Kanone. 3,75 Feuergeschwindigkeit. Durchschlagskraft 258. Mittlerer Schaden 560 mit AP-Munition. Ja, gut. Geschmackssache, denke ich. Ja, schon in Ordnung, ne? Aber dadurch, dass die Maus jetzt ja gepatcht worden ist. Das ist umso mehr ein Gründchen für mich. Nein, ich möchte jetzt kein Spezialgefecht. Umso mehr ein Gründchen für mich, mein Mäuschen rauszuholen. Entschuldigung, ja. Jetzt muss ich ja wirklich sagen, meine Maus. Und ich will meinen E-100 ausprobieren, weil der hat ja auch einen Buff bekommen auf die Kanone für die AP-Munition, die jetzt 246 mm Pen haben. Ah. Statt 235 vorher. Hört. Das heißt, man wird ein bisschen competitiver in Bezug auf die anderen Heavys. Competitiver. Ja. Da kannst du schon mal in einem anderen AP-Schuss mehr schießen als früher. Nee, schon. Du hast ja deinen DPM-Buff bekommen. Like a boss, würde ich da mal sagen. Und deine Hitpoints hast du ja mehr bekommen und eine bessere Panzerung. Du hast jetzt auch eine stärkere Sturmpanzerung, ja? Stimmt, ich habe jetzt 3200. Nice one. Das finde ich sehr gut. Irgendwie habe ich das Gefühl gerade, dass ich ein bisschen schneller anfahre. Nee, ich habe nur Verleistung und auch ein bisschen verbessert. Also die Ground Resistance und so. Also die halt die deutschen Heavy Super Heavy Star, die sollten halt mal ein bisschen besser gemacht werden. Weil die halt vor Jahren eingeführt worden sind und seitdem sind da ganz viele neue Panzer rausgekommen und deswegen waren die ja nicht mehr so competitive, wenn man jetzt mal so auf die Maus guckt. Man mal in den überwiegenden T10 E5 oder was gibt's denn noch so ein Heavys? Okay, jetzt ziehst du mich natürlich ab. Was halt so, ja klar, auf Straight Line war das halt ein bisschen besser, ne? Aber ja, gut. Bin ich mal gespannt, wie das Ding sich entwickelt hier. So, und BAM! Na, okay, das war daneben. Schade drum. Mal gucken, was sich da jetzt so mit gewinnen lässt. Blumenpott? Das wäre schön. Aua, pass doch mal auf. Kollege, was ist denn los? Kommst du mich da erstmal weg? Ja. Ja, das ist halt da, kommst du dann doch nicht durch mit der Pen. Aber du kannst einfach eigentlich reingefahren, ne? Du, ich werde da jetzt erstmal schön reinscrapen. Mich schön in die Diamantstellung da so ein bisschen was abfangen. Und die Seite blockieren. So, das sollte so eigentlich ganz gut gehen. Jo, schon mal die ersten 840 geblockt. Das ist. Finde ich gut. Pass auf, ich schieße. Ja, warte, ich fahr zurück. Bin nicht durchgekommen. Jo, das war gut. Ich schielde mal hier ein bisschen. Feuer bereit. Der ist sogar geflogen. Ich werde mal die Flanke wechseln. Bin ja nicht so effektiv. Oh, der kam durch. Was ist denn los?
So, ich bin mal gespannt hier. Ja, hat mich mein eigener KV4 getroffen. Das ist natürlich schön. Da ist er mir nicht weggefahren. Ich hab mal ganz gut ausgesucht. Der Turin 1 versucht uns zu runden. Beziehungsweise schafft es auch. Und eine Bad-Set. So, ich gehe mal auf T32 hier. Oh, shit, da kommt der Conqueror. Fuck. Ich sollte vielleicht auch mal ein Stück zurückfahren. Was ist denn da hinter mir schon wieder? Eine Hauswand. Okay. Das bedeutet also, das ist trotzdem kein Freifahrtschein hier. Seiten hier, was ist denn los? Ah, Kette ist weg. Boah. Du glaubst es nicht. Ich bin bei 8010 geblockten Hitpoints. Unfassbar. Ne? Das ist echt, ich konzentriere mich aber auch gerade ziemlich. Ah, Kette weg. Ferdinand AP. Scheiße, ey. Ich komm da gerade nicht durch, du. Wir werden umrundet, wir werden umrundet. Ja, ich kann gerade nichts machen. Ah, fuck, jetzt stehe ich so gerade. Irgendwie brauche ich mal kurz Hilfe gegen den Ferdi, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja gerade direkt mit mir Badget von. Gut. Ich wäre mal froh, wenn ihr den angreifen würdet. Weil sonst werde ich das mit ihm geschossen. Scheiße. Der Ferdi schießt die ganze Zeit mit HE, das macht mich ein bisschen kirre. Ich drücke richtig gut raus gerade. Scheiße von der Seite. Ja. Ah, fuck, Jagdpanzer, ja, nur hat mich richtig gut erwischt. Ich kann nichts mehr machen. Ich brauche hier dringend Hilfe. Ah, da kam der Jagdtiger. Du glaubst es nicht. Erstes Match mit dem Ding werden wir zwar wahrscheinlich verlieren, aber ich habe 4600 Damage rausgedrückt und 10400 abgewehrt. Ei, Karamba, was geht denn mit dem Ding ab? Ja, das war dann. Haben wir überrannt. Oh, was ging denn mit dem Ding ab, Junge? Das sieht nur eben aus. Puhoho. Ei, ei, ei. Warte, da, das muss ich. Wie viel hast du gebounced? Was? Wie viel hast du gebounced? Über 10.000. Boah. Ohne, das ist jetzt wirklich kein Scherz, du musst dir das gleich anschauen. Ich bin da gerade selber ein bisschen beeindruckt. Also Leute, ihr seht, die Maus lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe sonst immer im Schnitt so um die 4.000 bis 5.000 blocken können mit der Maus. Dann war aber auch schon Schicht im Schacht. Aber jetzt mal eben mehr als das Doppelte. Ei, Kadamba. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal kurz in den Gefechtsstatistiken schauen. Das ist ja... Oh, ich bin gerade richtig so ein bisschen... Und ich musste mich nicht mehr wirklich konzentrieren darauf, das aufzubouncen. 10.400, ja, das ist ein bisschen, oder? Und auf 4.000 habe ich gemacht, also du hast auf jeden Fall so einigermaßen einen Soll erfüllt, ne? Also ich würde mal sagen, dass dafür, dass ich auch noch das kaputte Geschütz vom KV4 bekommen habe, von unserem eigenen wohlgemerkt. Ja. Und das ist ja wieder typisch, ne? Ich meine, ich habe 4-6 rausgedrückt, teamstärkstes Damage, aber es hat halt trotzdem nicht gereicht. Ja. Also Leute, ihr seht, die neue Maus. Ei, Karamba. Das könnte man schon fast als Replay of Week machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie standardmäßig die jetzt so wird. Also was da jetzt die neuen Standards werden. Ich bin bei 25 Minuten.
Ich würde sagen, eine Runde mit der Maus machen wir noch. Und dann machen wir erstmal wieder Schluss für heute, war mit aufnehmen. Würde ich sagen. Denn ich habe ja momentan eh keine Folgen im Petto. Und ich weiß, The Long Dark ist momentan ein bisschen am Stocken. Liegt aber, wie gesagt, liebe Leute, am Umzug, weil ich gerade nicht so zum Aufnehmen kann. Ich wollte es nur nochmal sagen, für die, die eventuell jetzt mal World of Tanks schauen und denken, was ist denn mit dem Kerl los? Was macht der Friesenjung denn? Warum macht er da keine weiteren Videos und so? Ne? Aber ich bin dabei. Ich mache das immer noch aus Spaß und wenn ich die Zeit habe, nehme ich auch gerne auf. Nicht wahr, Gurke? So soll es sein. Richtig. Und nicht anders. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich die ganze Sache so entwickelt. Jetzt das Gefecht, ne? So. Du bist hinter mir? Du bist hinter mir. Sehr, sehr gut. Ich fahre mit meinem Heavy Metal, Leute. Kennst du den eigentlich? Gurke? Den kenne ich. Den berühmten Drachenlord. Ja, natürlich. Ja, wer kennt ihn nicht, ne? Der ist etwas. Was soll man dazu sagen? Außer natürlich Metal, Leute. Metal. Ist schon schön. Ein Träumchen, würde ich mal sagen. Oh, versucht der AMX uns etwa zu umrunden? Ich schau mal kurz, was der da vorhat. Nee, komm lieber mit. Lass dich nicht ablenken von diesem kleinen Leid. Oh, ein Schmetterling. Ja. So, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht hier vorbeifahren, weil ich Angst habe, dass ich hier gleich einen in die Seite bekomme. Ja, natürlich. Oh, ja, klar. Gleich 400. Wie hat er mich denn erwischt? Alter, richtig, richtig gut seitlich. Na gut, das war meine Angst und meine Angst hat sich bestätigt. So, lass dich da jetzt nicht pflücken, bitte, ja? Ich brauch dich noch. Oh Mann, ich könnte anfangen zu heulen. Warum platzen die denn schon wieder wie Piñatas? Das gibt's doch nicht. Ist doch nicht zu glauben. Ich jetzt da extra von so einem E100 aufhalten oder was? Negativ, aber das ist so ein E4, das ist das Problem. Okay, warte. Ich wollte auf jeden Fall hier einen Push. Wir müssen hier. Ja, ich bin ja hinter dir, du. Das sollte den erstmal ein bisschen beeindruckt haben. Mit Heat gebounced am Turm. Ja, der kommt natürlich so durch. Fahr durch. Ja, dazu muss ich erstmal da vorbeikommen. Ja, der drückt mir mal 700 hier. Gut, dass du hinter mir bist. Ich habe schon die Hälfte an Hitpoints geopfert. Die nächste bist du aber, ja? Die nehme ich jetzt nicht in Kauf. Ein paar Hitpoints möchte ich gerne noch haben. Ah, lass mich vorbei, den kann ich helfen. Nein, ich stehe zu seitlich. Da. Die haben fest. Alter, ich komm da nicht vorbei, du. Ich komm nicht durch das Ding durch. Juckt mich nicht. Ja, der schießt nur mit Heat, du. Ja. Das war so ein richtiger Goldboon. Aber musst er machen, weil das Bild mit 240 Pennen gegen eine Maus, da kannst du nichts gegen machen. Ja, auch gut.
Bisschen zu aggro. Also mit Shield bin ich an seinem Gunmantel gebounced, weil ich unglücklich geschossen habe. Ja, ich muss mich nochmal ein bisschen aber damit schlau machen, wo man hier da die Weak Spots setzen muss. Also wenn ich mal oben an der Kommandoluke kam ich vorbei. Das du darfst auf jeden Fall niemals, niemals den Turm direkt auf deine Feinde zeigen. Nicht? Außer du wirklich schießen musst. Das hat sonst immer geklappt. Nee, der schießt halt mit Shield einfach flatt. Wenn der gerade Turm bei dir gegenüber steht, schießt du einfach da durch. Ah, okay. Wenn der ein bisschen gewinkelt ist, bounce der selbst mit Shield. Ach ja, stimmt. Ja, das hat man ja in der letzten Runde gesehen, was ich da gebounced habe. Da stand ich ja immer gerade. Ja. Ja, okay. Schattest du so ein bisschen schräger und dann ja, richtig. Auch im Turm und dann kam die auch im Turm nicht durch. Ja, das und stimmt. Der hat den Turm durchgeschossen, ne? Da hast du natürlich recht. Ja, na gut. Siehst du, da kommt wieder der Experte durch. Da bist du halt wieder der bessere Spieler von uns. Das gebe ich auch offen ehrlich zu. Was? Das ist Erfahrung, ne? Ja, richtig. Also die Gurke hier, die spielt das Spiel relativ oft. Also das ist quasi so das Spiel, was der Typ da überhaupt spielt, der da am anderen Ende sitzt. Richtig, ja. Gut. Also, Mignon. Dann würde ich mal sagen, für heute ist dann mit der Aufnahme erstmal Schluss. Dann üben wir jetzt erstmal noch ein bisschen so rum. Ja, dann die nächsten Fails brauchen meine lieben Zuschauer ja nicht unbedingt sehen. Das ist mir sonst nur zu peinlich. Ansonsten stellen wir das als Compilation zusammen. Ja, das stimmt. Dann könntet ihr diese Compilations ganz gerne bei Gurkenforce sehen, weil der hat da schon ein paar gemacht. Und die sind auch relativ witzig. Also ich mach die. Das mache ich wohl, wa? Das freut mich. Ja. Und wenn ihr ihn genauso gut findet, lasst ihn doch mal ein Däumchen da. Jo. Alles klar. Gut, du. Dann machen wir jetzt erstmal Schluss, wa? Würde ich sagen. Alles klar. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Arrivederci. Holy Goat. Ciao. Ciao.